Land in Sicht, Land in Sicht. Oh, da sind wir wieder. Im Hafen. Haben wir Skillpunkte? Nein. Wir können uns jetzt den Degen holen. Und ja, machen wir das mal. Hab ich Bock drauf. Dann haben wir endlich den Degen. Oh Mann, ey. Darauf freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ist das wirklich wahr? Ja, da. Ich könnte dir Sachen erzählen. Das heißt, alles Gold, was wir ab hier machen, ist dann einfach nur rein Gewinn. Also, wir brauchen manches für Quests oder so, aber eigentlich. Hey, du hast hier oben nichts zu suchen. Hier haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. So. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich lasse nochmal reden. Ich bin hier der Proviantmeister. Auch wir es schon mal gehört haben. Und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Mhm. Hier. Erstmal. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Das Wichtigste zuerst. Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Haha. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Das da. Noch nicht genug Gold. So, jetzt nichts verkaufen, was wichtig ist. Also die Innos-Statue behalten. Irgendwie ein paar andere Kurier und Silber behalten, ne? Das weg. Den Bogen behalten wir, denn ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir den Bogen zurückgeben, den anderen, den wir gerade tragen. Mal gucken. So, die Schatulle muss auf jeden Fall weg. Denke auch nicht, dass es irgendjemanden gibt, der mir bessere Preise dafür macht. Leider. Die Kerzenständer können auch weg. Goldene Schale. Waren die goldenen Kelche wichtig? Ich weiß nicht. Egal, machen wir später dann. Erstmal hier, Meisterdegen, gib her. Ist noch irgendwas anderes? Nee, ne? Was? Zweihand, die Riesenmachete. Na gut, hier, Meisterdegen. Yes! Wir brauchen auch nur 60 Geschick. Also, das geht richtig schnell. Mal, ich muss mich kurz einmal die Hand anlegen und... Ach, was für ein schönes Ding. 25 Geschick nur noch. Wir speichern hierüber. So, jetzt hier das andere hier. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Vielleicht sollten wir das hier zuerst sagen. Laris schickt mich. Er sagt, du könntest mir helfen. So? Hat er das? Dann schieß mal los. Was willst du denn von mir? Ich will mich der Miliz anschließen. Ach, das Ding. Okay. Das hast du dir wohl so gedacht, was? So lumpige Kerle wie dich nehmen wir aber nicht einfach so ohne Grund. Da müsstest du schon. Erspar mir das Gefasel. Sag mir, was ich tun muss, damit du mich bei euch unterbringst. Okay, dann spitz mal die Ohren. Die Arbeit des Proviantmeisters ist die Hölle, sag ich dir. Das Verwalten der ganzen Kisten und Säcke hier auf dem Platz ist schon schlimm genug. Doch jedes Mal, wenn ich abends in Cardiffs Kneipe gehe, dann macht sich irgendjemand hier an den Kisten zu schaffen. Und wenn ich am nächsten Tag wieder hier bin, fehlt was. Die Paladine haben komischerweise nie was gesehen. Ich könnte noch bekloppt werden. Ich kann doch nicht die ganze Nacht hier rumstehen wie so ein Idiot. Du allerdings? Ja. Klar, ich soll nachts hier Wache schieben, während du in der Kneipe rumhängst. Tu es oder lass es. Das können wir machen. Ja. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Aha. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Also aus deinen Beständen. Genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Hm. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern.
Das sind die Brückenbanditen, weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Ja, sind das nicht, weiß nicht, sind das nicht die Piraten, die ja einfach über See kommen und da deine Kisten stehlen oder so? Oder, Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an, sonst rufe ich die Wachen, klar? Und was bist du? Bist du keine Wache oder was? Bist du einfach nur so ein Dude, ja? Hier, machen wir mal. Ich werde heute Nacht auf deine Proviantkisten aufpassen. Schön. Gut, dann komm heute Nacht nochmal wieder und pass auf die Klamotten hier auf. Ich bin in der Zeit dann in Cardiffs Kneipe. Was ist denn heute Nacht? Abends oder? Also. Gut, dann machen wir erstmal noch ein paar andere Sachen. Wir können den Tag ja noch nutzen. Wir haben theoretisch zwei Innos-Statuen. Eine ist wertvoll und die andere ist normal. Es sind beide 100 wert. Frag mich nicht. Mal gucken. Edda vermisst ja eine. Und ich bin mir sicher, dass sie uns keine Quest gegeben hat, oder? Hier. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. 100 Erfahrung. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, schon gut. Cool. Gib mir mal hier Suppe. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Ich sag's euch, ne? Der namenlose Held, der liebt Eintöpfe. Das ist, weiß nicht, der hat die besten Reaktionen auf Eintöpfe anscheinend. Der mag die Eintöpfe sehr. Burger. Achso. Hey, du. Kein Taschendiebstahl. Bei wem habe ich denn als Option für Taschendiebstahl? Wir müssen. Du so? Hey. Bei dir könnte ich. Einfach. Eigentlich suche ich ja nur nach Kinderleicht, ne? Erstmal. Vielleicht ist einfach ja auch noch einfach genug, ich weiß nicht. Gar nichts mehr. Bürger. Bürgerin. Ich speichere nochmal. So, Kollege. Kann ich dich beklauen? Kinderspiel. Nehmen wir. 70 Erfahrung. Oh, warte mal. Wird die Erfahrung im Taschendiebstahl immer mehr, je mehr Leute ich beklaue? Waren ja 50, dann 60, jetzt 70. Dann sollte ich immer mehr Leute beklauen. Das wäre gar nicht schlecht. Irgendwann finde ich dein Schwert nochmal wieder, Eirik. Dann kämpfen wir nochmal. Verdammt. Weiß nicht, wen ich das verkauft habe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt straight auf die 25 extra geschickt gehen werden. Damit wir, ja, weiß nicht. Vielleicht keine so gute Idee. Wir könnten ja auch Bogenschießen noch erlernen und andere Sachen. Ja, Bogenschießen und Geschick hauptsächlich noch. Alles andere ist erstmal abgemeldet, denke ich. Es gibt später noch diese Runentafeln lesen. Damit kriegen wir dann Bonis von diesen Dingern. Das heißt, wir bräuchten Bogenschießen zum Beispiel nicht so krass lernen. Ich weiß nicht, wie viel das gibt. Vielleicht gibt es nur eins und zwei. Aber ja, Wir müssen zu Coragon? Ne, wie ist er? Konstantino. Ne? Coragon müssen wir auch noch. Das ist gut. Die ist gut. Oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Jeder Bewohner von Korinis, der sich eines Verbrechens schuldig macht, hat sich umgehend bei Lord André zu melden. Einfach. Okay, ich probiere es mal. Ich will eigentlich nicht andauernd laden und so. Will sicher sein eigentlich. Okay. 70. Also ich denke, das hängt mit der Schwierigkeit zusammen. Aber ich, ja. Weil es jetzt ein schwierigerer Typ war, ne? War das jetzt 70. Ist das durch irgendwas teilbar? Wie viel Geschick man braucht oder so? Durch 15 mal 4? Keine Ahnung. Also 60 bei Bartok dann. Aber bei 70 macht das wieder keinen Sinn. Ich
Kann ich dich beklauen? Da hätte ich Bock drauf. Nee. Kann ich nicht. Der ist zu gut, glaube ich. Der passt zu gut auf. Kinderspiel, okay. Das habe ich schon immer gesagt. Immer her damit. 80. Okay, ich weiß nicht mehr genau, wie der Taschendiebstahl funktioniert. Such dir was aus. Anscheinend wird das immer mehr Erfahrung. Aber es steigt nicht gleichmäßig. Kann das sein? Flammenschutzring. Der kann weg, ne? Schlimme Zeiten sind es. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Hattest du den Ring mit? Nee. Der eine hier hat ein Amulett für 800. Womit wir 10 weniger Schaden von Nahkampf kriegen. Was tut das? Gewagt ist zu schwer. Zeig mir deine Ware. Du warst das. Ja, 10 Schutz vor Waffen. Das ist ein sehr mächtiges Amulett für am Anfang. 800. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hakon, merken. So, Koragon haben wir bis jetzt so viel Gutes getan eigentlich, ne? Unser Lieblingswirt auf jeden Fall. Wir haben ihm den Ring von Valentino gegeben, weil er Valentino halt zusammengeschlagen hat auch. Wir haben ihm die Schulden bei Lema erlassen. Und wir geben ihm jetzt sein Silber zurück. Moment, geben wir ihm sein Silber zurück? Ich glaube, er gibt uns... Ich glaube, ich weiß, was er uns gibt. Ja, hier. Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Es ist der letzte Schluck. Ja, hast du schon mal gesagt. Jetzt krieg ich noch einen davon. Dreckiger Dieb, na warte! Siehst du, das ist doof. Deswegen wollte ich nicht. Ja. Ja, also. Das lassen wir. Wir machen nur die Leute, die Kinderspiel sind. Und heben uns die anderen für später auf dann. Ja. Ich hab deinen Sinn. Ja, ja. Es ist der letzte. Bier haben wir erhalten. Zeig mir deine Ware. Das müsste wieder Kurians Spezialbier sein. Ja. Wir trinken das einmal. Gibt ja irgendwie Stats. Da. Lebensenergie und Mana. Permanent. Haben wir eigentlich irgendwas Watras zu berichten? Wenn ich hier gerade so bin. Entstand der Mensch. Und Adanos gefiel, was er ja, bitte. War. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. Dankeschön. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. What? Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur Licht oder was? Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Aha. Um es zu rufen, musst du das Amulett What? Nur anlegen. Das ist ja krass. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Mhm. Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Riordian. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Das war der Tränkebrauer im ersten Teil. Riordian. Cool. Ein Irrlicht in einem Amulett. Ich hab noch kein Amulett. Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz. Gut, dass ich nochmal gefragt habe. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Oder für Erfahrung töten. Gut. Danke. Ich werde gut darauf achten. Weiß ich darüber Wegen was? Wegen der vermissten Leute. Ja?
Ich will dir erzählen, dass ich krieg Erfahrung, okay. Die Bauern haben ebenfalls Angehörige verloren. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Okay. Ich weiß eigentlich schon, dass die am Strand nebenan sind, ne? Oder? Oder dass das irgendwas damit zu tun hat? Hä? Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviant. Haben wir gemacht. Alles gut. Mehr? Ist jetzt Mana, das heilen? Nee, wollen wir nicht. Alles gut. Das kennen wir alles. Gut. Sein, er würde jetzt noch was Neues erzählen über Ring des Wassers. Das wäre jetzt ganz schön gemein, ehrlich gesagt. Sollte alles gewesen sein sonst. So. Also. Den können wir wahrscheinlich bestehlen, sogar bei Tag, fällt mir gerade ein. Ich dachte eigentlich, wir müssen jetzt bei Nacht hinkommen. Aber der ist ja die ganze Zeit beschäftigt. Okay. Ich hoffe, ich erwische die richtige Kombination. Wenn der Dietrich bricht, dann hört er mich, glaube ich. Links, rechts, rechts, links, rechts. Sehr gut. Da steht gar nicht dran, dass das Konstantinus Ring ist. Okay, gut. Gut. Dann gehe ich jetzt direkt in die Kanalisation. Und werde Dieb. Danke. Hey Brian. Gefällt dir die Waffe, die ich dir verkauft habe? Der erzähle ich gar nichts mehr. Petzt sie immer? Nee, noch nicht. Das sollte dann das letzte Mal sein, dass wir durch diesen Eingang in die Diebesgilde gehen müssen. Vor allem rausgehen ist immer doof. Ne? Weil wir dann hier am Hafen rumschwimmen müssen und so. Bäh. Aber wenn wir zur Diebesgilde gehören, dann gibt es da einen anderen Weg. Das ist sehr angenehm. Aber mal gucken. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne? Also wenn man die Diebesgilde tötet, dann kriegt man halt auch diesen Säbel. Den Meisterdegen. Aber wenn man die ausliefert, einfach nur an Lord André und Bescheid sagt, einfach nur quasi petzt so, dann gehen die Milizier halt hier durch. Oh, während du, weiß nicht, gerade nicht da bist sozusagen. Und die nehmen die einfach nur fest und so. Oder töten oder was auch immer. Und du kommst nicht an diese doofen Meisterdingen. Deswegen würde mir das nicht so viel bringen. Aber ich könnte die halt trotzdem im Hops nehmen, ne? Theoretisch. Wenn ich mit denen fertig bin. Also könnte die trotzdem verraten an Lord André. Hi. Du. Hier. Ich habe Konstantinus Ring. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Da musst du nicht immer schwimmen. Weiterhin sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Okay. Ist das trotzdem noch so teuer? Kannst du mich unterrichten? Klar. Taschendiebstahl. Ist okay. Also immer noch teuer. Hast du einen Job für mich? Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Oha, ja. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Du meinst ich? Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Die Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen sie mir. 6 Stück. Ich versuche derweil einen Käufer aufzutreiben. Ne? Also was so springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Oha, cool. Machen wir auf jeden Fall so.
Du hast nichts zu sagen. Okay. Hier. Wo lohnt es sich einzusteigen? Im oberen Viertel natürlich. Aber wenn du da oben irgendwo einsteigen willst, warte, bis es Nacht ist. Dann schlafen alle, bis auf die Stadtwachen. Aha. Die patrouillieren nachts. Einen von ihnen kenne ich. Wambo. Okay, danke für den Tipp. Wambo, okay. Wambo ist teuer. Ja, voll den krassen Diebeszug müssen wir noch machen. Das, ja, stimmt. Im oberen Viertel dann. Nee, da will ich nicht rein. Oh ja, also vorher kann ich auf jeden Fall nicht die Diebesgilde verraten. So viel steht fest. Wahrscheinlich lasse ich die einfach bis zum Ende im Leben. Und dann ist gut. Wir müssen Lord Andrea nichts davon erzählen, ne? Wupp. Sieh an. Wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Cool. Ich mach die Tür auch wieder zu und guck. Nö. Gewagt? Nee. Okay. Sehr schön. Also, Hannah gehört dazu. Dann... wer noch? Ich glaube Kantor. Kanta ist, glaube ich, einfach nur ein Arschloch. Der würde gerne dazu gehören. Der tut immer so, als ob, irgendwie. Ja, der hier. Oder ist er wirklich einer? Nee, ne? Hey, du. Das habe ich schon. Nee, okay. Ich muss weiter. Wenn wir das Diebeszeichen zeigen können, dann wissen wir automatisch, dass das einer ist. Ich denke auch, dass ich wissen müsste, wer das war. Nee, er nicht. Erzähl mir nicht sowas. Also Halvor, ne? Der Typ am Hafen. Auf jeden Fall noch. 16 Uhr, okay. Ja, Halvor, der Typ am Hafen noch. Und seine Frau auch vielleicht, Fenja? Wir gucken gleich mal. Der Hafenkneipe-Typ vielleicht auch. Wir schauen, wer von denen das war. Bestimmt noch irgendwer, der mir gerade nicht einfällt. Nee, sie nicht. Okay. Wenn er das nicht sieht, kann ich Mo auch nicht mehr. Mo auf jeden Fall nicht. Das ist ein Aufschneider. Hier, Dankeschön. Du mischt bei der Bande mit? Na gut, dann habe ich etwas für dich. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Ja. Ich habe noch ein paar auf Lager. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Perfekt. Ja. Gib mir was zu trinken. Du verkaufst sie aber auch nicht billiger, ne? Du hast einfach nur welche. Okay. Cool. Wenn ich irgendwann mal zu wenig Geschick haben sollte, dann kann ich ja nochmal herkommen. Das wundert mich nicht. Wie viel haben wir noch, Dietriche? Noch 22, das wäre bestimmt nicht viel weniger. Hey, du! Bei ihm nicht, okay. Meine Meinung kennst du ja schon. Als du mir geht es besser. Wer ist denn, wer gehört da noch dazu? Auf jeden Fall er hier hinten. Ansonsten gar nicht, oder? Doch alles nur Gerede. Ehrlich, ich habe es selbst. Ja, hier. Verstehe. Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Ich mache dir ein Angebot. Wenn du silberne Teller hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis an. Silber. Okay. Ja. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 250 Goldstücke. Ja, klar, warum nicht? Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Naja, morgen wiederkommen, okay. Zeig mir deine. Er verkauft jetzt auch Dietriche. Hat er das vorher auch schon gemacht? Nee, ne? Ehrlich, ich hab selbst. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld, das ist gut. Und er kauft nur Silber? Das ist doch kein Geheimnis. Hm.
Ja, sollte ich mir aber merken, dass ich die Dinger nicht verkaufe. Nur Silber. Kauft ein anderer Gold? Nee, ne? So, wird langsam Abend hier. Hm. Können ja nochmal speichern. Kann er nochmal bis 18 Uhr pennen? Oder bis Mitternacht? Ich weiß nicht. Es war doch seine Entscheidung. Ich schlafe jetzt mal bis Mitternacht und gehe da nochmal hin und guck mal. Schlimme Zeiten sind das. Mitternacht? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu spät gekommen. Ich denke, wir reden ihn an und dann danach geht er zur Kneipe, oder? Irgendwie so funktioniert das bestimmt. Und ich sollte Irrlicht benutzen. Ich glaube nicht, dass mir das jetzt hier hilft, aber allgemein. Bevor ich das vergesse. The fuck? What? Wo ist das Ding hin? Hier. Da oben hängt was, oder was? Hä? Das Ding hängt fest. Liegt da eine Waffe? Ja, ein Dolch, okay. Dankeschön. Braves Irrlicht. Ha, naja, mehr oder weniger. So, wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Ist Martin denn noch hier? Das war keine große Sache. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich nicht mein. Ich kann das nicht glauben. Ich weiß nicht mehr, wie die Quest hier verläuft. Hey, du! Das ist kein Geheimnis. Endlich wird die Gerechtigkeit siegen. Ist das wirklich wahr? Turmschlüssel. Oh, sehr gut. Was machst du da? Das geht dich gar nichts an. Verschwinde! Martin wird sich freuen, wenn ich ihm erzähle, wer hier in seinen Sachen rumkramt, wenn er nicht da ist. Von mir aus mach doch, was du willst. Ich geh da mal wieder, kleiner Mann. Warte mal. Ranga. Meinst du etwa, du kommst jetzt ungeschoren davon? Mach doch wegen dem bisschen Proviant nicht so einen Wind. Mhm. 300 Erfahrung. Ja gut, dann haben wir das schon, ne? Okay, einfach bis Mitternacht einmal pennen. Hier ist ja auch noch das Schiff der Paladin, das können wir uns gleich nochmal angucken. Das ist eine Pfanne und so. Ich glaube, hier können wir sogar schneller unser Brot braten. Ja, oh ja, hier geht das viel schneller als bei den üblichen Pfannen mit Herd. Cool. Schlafen wir bis nächsten Morgen. Und sagen, was hättest du denn da drin zu suchen, hä? Bitte was? Wer bist du? Harim. Der Fischer. Was? Kinderspiel. Mhm. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Was? Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Erzähl. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Das ist bestimmt da gegenüber, ne? Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie da unterm Leuchtturm haben? Da, dieser Strand. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Mhm. Ja, wir fragen jetzt noch weiter. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Okay. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat.
Mhm. Was für Schmuggelware. Bett. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Ach so. Gut. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Warum? Was? Und? Wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Weiß nicht. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine kennt schon eine Menge Leute jetzt. Kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warum nicht? Die können doch Geld bezahlen, oder nicht? Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Okay, gut. Haben wir seinen Dialog erschöpft. Wäre lustig, wenn ich jetzt festgenommen werde, weil Rengar mich angeschwärzt hat oder sowas. Hey, du. Okay. Erstmal das so. Ich habe den Dieb erwischt. Es ist Rangar, der sich an deinen Lagerbeständen zu schaffen macht. Na endlich. Jetzt weiß ich wenigstens, auf wen ich achten muss. Der Mistkerl. Das gibt eine saftige Abreibung, wenn ich ihn dabei erwische. Ich hab mich schon gewundert, wieso keiner von den Paladinen was gesehen haben will. Weil Miliz. Wieso? Ist doch klar. Die Idioten können uns von der Miliz doch gar nicht auseinanderhalten. Für die sehen wir doch alle gleich aus. Das war gute Arbeit, Kollege. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, dann musst du es nur sagen. Ich will nicht in die... Also, ich kann in die Miliz, wann immer ich will. Mittlerweile, weil ich Bürger bin. Also, hier. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Schön. Schön. Warte mal. Wir speichern. Und... Hey, sagen das Oberste. Hier. Du weißt, was ich von dir will. Ach ja, du wolltest zur Miliz, richtig? Deine Fähigkeiten hast du mir ja schon unter Beweis gestellt. Naja, lass es mich mal so ausdrücken. Ich hab's lieber, dich auf unserer Seite zu wissen, als auf irgendeiner. Meine Fähigkeiten? Deshalb werde ich dir helfen. Nimm dieses Empfehlungsschreiben von mir und zeige es André. Was? Unserem kommandierenden Paladin. Du findest ihn in der Kaserne. Ich bin mir sicher, dass er dich gebrauchen kann. Jetzt überlegen wir noch mal, was wir für ihn getan haben. Weswegen er uns auf unserer Seite haben will. Auf seiner Seite haben will. Bitte? Wir haben jetzt einmal... sind nachts aufgestanden, hierher gegangen, haben einen Typen angequatscht. Den haben wir bei dir angeschwärzt. Mehr nicht. Das ist irgendwie... Was? Ja, voll schwierig gewesen. Oh Mann. Na gut, wir gehen ja mal hier gucken. Denn vorher habe ich mich nicht an Martin vorbeigetraut, weil ich Angst hatte, dass er dieses Schwert anlegt, das ich unbedingt kaufen wollte. Das Meisterding. Aber jetzt können wir uns hier endlich mal umgucken. Können wir noch das ein oder andere hier am Strand nebenbei looten. Da ist das Schiff. Sieht ziemlich schick aus, ehrlich gesagt. Speichern hier. Da ist sogar noch hier ein bisschen Zeug. Hier liegen, glaube ich, sogar... paar seltene Sachen rum.
Wenn ich nicht runterfalle. Okay. Liegen doch selten Sachen rum, oder? Irgendwie. Da liegt was. Trank und Pfeil. Ein Erzbrocken. Schon gut was wert. Ich finde es auch lustig, dass die Erzbrocken, die in Teil 1 die normale Währung waren, wovon wir so viel, zu viel hatten. Dass das hier einfach 200 wert ist, ein so ein Ding. Und die Dinge auch tatsächlich selten sind. Ich glaube, man kann im Spiel so 17 finden oder so. So in der Größenordnung irgendwie was. Vielleicht sind's, wahrscheinlich ist es auch mehr. Ich habe irgendwie eine Zahl im Kopf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall reicht es nicht, um alle Waffen zu schmieden, die du damit herstellen könntest. Wenn du jetzt Schmied machst, zum Beispiel. Deswegen muss man sich dann entscheiden, dass man nicht irgendwie falsch schmiedet und so. Man kann leider die Sachen nicht wieder einschmelzen, die, wenn man was gemacht hat. Eine Fahne. Gib. Hier waren doch auch fiese Monster am Strand, ne? Also Warane, glaube ich, oder? Habe ich Bock, gegen die schon wieder anzutreten? Eigentlich nicht, hätte ich jetzt gesagt. Aber da könnte nur einer sein, den könnten wir sogar schaffen. Mit Hin- und Herkeiten und Bogenschießkunst und dann Nahkampf noch ein bisschen lame und so. Kriegen wir schon hin. Ach ja, hier war ein Varan. Ich habe mich nicht geirrt. 2. Lass uns erstmal im Nahkampf, wie das noch gleich war. Ist das so verzweifelt? Weiß nicht. Getroffen. Ah, fuck. Ich muss weg. So. Fuck. Nein. Oh. Jetzt hier festzustecken, nervt ja. Ja, chill mal kurz. Danke. Jetzt kann ich schlafen. Dann bin ich regeneriert und er nicht. Und dann machen wir den lang. Und ich glaube, dann haben wir auch lange genug gepennt, dass wir mal wieder zur Taverne gehen können, außerhalb der Stadt. Und da unsere Wettschulden einfordern können. Dann müsste genug Zeit vergangen sein. Was sagen denn, wir brauchen noch 1000? Ja, 1000 und ein bisschen. 1000 und den Lurker da vorne. Den Varan. Bis zum Level Up. Mehr. Mach dich lang. Der schickt er irgendwie fest, ne? So halb. Er hat getroffen, im Ernst? Ah, verdammt. Nein. Bam. Ja, mit Mühe und Not schaffen wir Rana auf jeden Fall. Und zwischendurch einmal heilen. Ne? Was ist das? Klappmuschel. Aha. Dann sagt mir nix. Feldknöterisch. Gut, dann fragen wir mal die Paladine, ob wir aufs Schiff dürfen. Die sagen bestimmt ja. Piraten? Was? Piratensäbel. Interessant. Cool.
Wie viel ist der wert? 700, okay. Die Preise sind so merkwürdig. Mhm, da könnte ich nicht hoch, ne. Absolut nicht. Hier schon, ne? Ich glaube, ich war einfach zu weit hinten gerade. Will noch mehr Erz rumliegen sehen. Ihr so? Ist euch nicht kalt in der Rüstung? Heiß, meine ich. Moment, wo willst du hin? Ich wollte, hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Edel, na gut. Dann nehmen wir Abstand. Ist schon ein richtig schickes Schiff. Wenn ich damit nur fahren könnte irgendwann. Naja. Mal schauen. Liegt hier noch irgendwo was? Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Könnt ihr mal ein Amulett mal fragen? Mhm. Lol, da hinten ist ein Paladin. Warum ist da ein Paladin? Ist das normal? Was? Hat der einen Namen? Nee. Achso. Aha. Na gut. Ist hier kein Loot, kein gar nichts mehr. War jetzt nur ein Erzbrocken hier am Strand, oder? Ha. Na gut. Jetzt folgt mir aber das Irrlicht, ne? Ja. Solange es nicht irgendwo feststeckt, folgt es mir. Gut. Wäre cool, wenn das Amulett irgendwie Stats hätte. Ein bisschen. Muss ja nicht viel sein, aber irgendwie ein Mana dazu oder irgendwas halt. Dann kann man es auch ein bisschen upgraden mit Sachen, die man findet. Dass es zwei Mana gibt. Oder so. Keine Ahnung, irgendwie ist halt. Hey. Oder ein Schutz vor Magie, weil es halt ein magisches Wesen ist oder so. Hier. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Mhm. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Nee, Aquamarin. Okay. Aquamarin. Ich glaube, Aquamarin war einer der... In diesem Teil, um Runen zu kriegen für Magie, für Zauberei, ne? Also hier Magier, ja. Muss man die Runen herstellen. Und da braucht man dann zum Beispiel Gletscherquarz oder sowas. Oder Aquamarin, so. Um Eiszauber zum Beispiel auf eine Rune zu binden. Ja, dafür ist das da. Ja, der Strand da vorne beim Leuchtturm. Gehen wir da jetzt hin? Ne, oder? Jetzt schon? Keine Ahnung. Blutkelche, Händlerüberfall. Leere den Krug in einem Zug. Das wollte ich eigentlich jetzt hingehen, denke ich. Ja, weil ich euch den Laufweg ersparen will, denke ich, wir sehen uns dann in der nächsten Folge an der Taverne.